Hallo Johannes, freut mich Hi. wieder, dich hier zu sehen. Ja, es gibt sicher interessante Themen. Wenn man das so betrachtet, wir haben in Corona-Zeit, denke ich, noch nicht uns getroffen, nicht gesprochen Am Anfang. am Anfang, aber es sind ein paar Monate schon her, das Ja. Ganze. Und sicherlich kann man über dieses Thema sich austauschen, aber auch über andere Themen. Für mich ist so zuerst zu betrachten oder sich mit dem Thema beschäftigen, warum Menschen so reagieren, wie die reagieren. Das heißt, ich habe zum Beispiel jetzt gelesen, dass 71% Impfung ablehnen. Oder solche Umfrage, dass 50 oder 60% gegen Masken sind. Aber das sind Umfragen. In der Wirklichkeit, wie die Menschen agieren, wie sie sich verhalten, sehe ich komplett was anderes. Ich sehe, dass die Menschen mit Maske zum Beispiel, das sind nicht 50%, die ablehnen, sondern das ist 1% oder so, die sich dagegen streuen. Sondern die Masse geht auf die Straße, sogar dann, wo die nicht müssen mit Maske. Ja, wie siehst du das? Wovon kommt das? Wie kann man das erklären? Da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Aspekte, ne? Also für manch einen ist es der Gruppenzwang und in die Kategorie würde ich mich ein bisschen zählen, weil ich halte die Gefahr durch das Virus nicht für groß und ich würde nicht mal sagen, dass dort überhaupt irgendwie vielleicht ein gefährliches Virus umgeht, was stärker ist als ein Grippevirus. Ich bin da kein Experte, aber meine persönliche Einschätzung ist, dass da im Grunde gar nichts ist. Aber die Angst der Menschen ist ja real. Und ich habe halt schon gemerkt, wie Leute reagieren. Dazu kann ich vielleicht auch noch gleich ein paar Beispiele bringen. Es ist teilweise wirklich heftig. Und naja, bei mir ist es so, ich muss die Maske ein paar Minuten am Tag tragen. Ich habe meinen Arbeitsweg so verkürzt, dass ich statt 45 Minuten Hin- und Rückweg Minimum mit einer Bahn jetzt 12 fahre und den Rest mit dem Fahrrad zurücklegen kann. Das heißt, für mich ist es ein minimaler Aufwand, aber innerlich sträube ich mich sehr dagegen. Also tatsächlich, wenn ich in einem relativ leeren Abteil bin oder so, setze ich sie nicht auf. Wenn ich unter vielen Menschen bin und vielen alten Menschen, ja, deren Angst ist halt real. Und da versuche ich dann natürlich durch diese sozialen Zwänge gewissermaßen auch mich ein bisschen einzuordnen. Aber es gibt eben auch ganz andere Gründe, warum die Leute das machen. Ich bin ja nun auf der Seite von denen, die sagen, naja gut, ich lebe damit ein bisschen stressfreier, ein bisschen unauffälliger und möchte jetzt durch diese doch recht schwierige Zeit durch den Alltag kommen, mit all den Herausforderungen und auch neuen Herausforderungen. Und dann gibt es eben auch die, die glauben das. Also die leben jetzt wirklich sozusagen in einer Wahrnehmungswelt, in denen es absolut sicher ist, dass ein tödlicher Virus umgeht. Ich glaube, dass diese Zahl an Leuten abnimmt, das ist mein Eindruck. Aber es waren eine Zeit lang sehr viele und ich habe Reaktionen erlebt, die ich, also ich bin kein Psychologe, kein Psychiater, das ist ein bisschen ein Hobby von mir und ich höre mir viele Psychologen an. Naja, und es scheint wohl tatsächlich eine Neurose zu sein. Also schon wirklich, man kann sagen, krankhaft. Also die Leute sind in einem Angstreaktionsverhalten, wo die Vernunft nicht mehr greift. Das heißt, wenn man den Leuten mit Fakten kommt, einfach mit Zahlen, sagen wir ganz Die wollen offiziell, nicht hören, gar Robert, nicht in nein, den nein, die wollen Ja. es überhaupt nicht hören. Ja. Und dazu sind diese Leute noch auf Feindbilder konditioniert worden. Wir haben ja schon lange damit zu tun. Jeder, der was Alternatives sagt, ist nicht mehr jemand, der etwas anders sieht oder anders denkt, sondern der muss ja irgendwie bösartig sein, hasserfüllt, feindlich. Ja, und jetzt geht es eben hin bis zum, ja, Mordversuch, sagen manche Leute, was natürlich völlig überspitzt ist. Ein Virus, das ist wie, also wenn es wirklich ein Virus ist, das ist ein Wenn es gibt, bisschen, immer, wenn es gibt. das ist so ein kleines Ja. bisschen wie russisches Roulette, ja, aber du hast eine Kugel und 500 Kammern oder 1000 Kammern oder 10.000, ich weiß es nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass dich ein Virus erwischt, ist ja unheimlich gering. Und dazu wissen wir auch, Gesundheit ist zum überwiegenden Anteil kein Zufall. Also wenn man sich gesund hält, gesund ernährt, ich sage nicht, dass ich da Vorbild bin, ja. Aber man kann eine Menge dafür tun, dass man gesund bleibt, dass man Abwehrkräfte hat. Und dann ist ein Virus überhaupt gar kein Problem. Aber dir ist vielleicht aufgefallen, die Leute leben in einer Vorstellungswelt, wo dein Immunsystem überhaupt gar nicht beachtet wird. Und auch diese kollektive Immunität, diese natürliche Herdenimmunität, die es ja gibt, dass ein Virus, was sich erst exponentiell verbreitet, plötzlich zurückgeht, das liegt ja nicht an der Immunität Einzelner, sondern an der Gruppenimmunität. Das ist sonst mathematisch nicht anders nachvollziehbar. Zumindest wüsste ich nicht wie.
Also meiner Meinung nach wäre das so, dass wir so ein Virus hatten, dann müsste die, da dürfte die Menschheit nicht überleben, weil sowas hätten wir in der Vergangenheit schon mehrmals gehabt. Und wenn irgendwelche Virus gibt, und es ist mir völlig egal, um welche Krankheit es sich handelt, wenn sowas gibt, dann müsste die Menschheit schon vorher davon betroffen sein und musste schon ausgestorben sein. So wie ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, es gibt überhaupt keinen Nachweis für irgendwelchen Virus. Es ist völlig egal, ob Corona oder, weiß ich nicht, AIDS oder noch was anderes. Das ist völlig egal. Es gibt überhaupt keinen wissenschaftlichen Nachweis, dass sowas als Virus existiert. Ganz im Gegenteil, kann man davon ausgehen, dass das als Virus uns verkauft ist. Das sind abgestorbene Teile der Zelle. Also wenn Zelle stirbt, die Teile, und deswegen haben die auch RNA, weil das sind Zellteile, aber die sind nicht so, wie man uns erzählt, Lebewesen, die sich multiplizieren und sowas mögliches. Das ist so meine Informationen zu dem Thema, wo ich mich da beschäftigt habe. Das heißt, so ein Virus existiert überhaupt nicht. Es gibt nur die Teile der Zelle, die gemessen sind mit diesem Test. Ja, Ja, aber die es man gibt. übrigens überall finden kann, ne? Ja, In verschiedenen Pflanzen, Tieren, genau, so ist es. Kaffee, Ja, was weiß ich, genau. alles möglich. Also, Ja. Und es ging mir nur um Reaktion der Menschen, dass man durch Medien, durch Politiker, die da sowas erzählen, so ein Szenario entwickeln kann, wo die Menschen sich so verhalten, wie die sich verhalten, dass man denen so ein Angst anjagen kann, dass sie alles aufnehmen. Und das ist für mich gefährlich. Das ist aber wie jede Diktatur oder Systeme, die wir in der Vergangenheit hatten, die auch Propaganda benutzt haben für verschiedene Zwecke. Weil das ist, denke ich, ein Beispiel, wie Propaganda funktioniert. Ja, es sind immer die gleichen Tricks. Du siehst ähnliche Ja. Mechanismen, die kannst du finden, was wir an Propaganda sehen bei Sekten, bei bestimmten Religionen. Du findest es überall, weil es sind immer die gleichen Mechanismen, auf die der Mensch anspringt. Angst ist eine von den Sachen. Und dieses irrationale Verhalten, was wir gerade sehen, würde ich laienhaft als starke Neurose oder bis hin zur starken Neurose diagnostizieren. Und wenn man das so sieht, denkt man, Mensch, das hätte ich ja vielleicht gar nicht für möglich gehalten, würden die meisten vielleicht sagen. Ich muss mich da ein bisschen rausnehmen. Ich sage, es wird noch viel schlimmer kommen. Es kann viel schlimmer kommen, wird viel schlimmer kommen. Denn den Zustand der kompletten Psychose haben wir noch nicht erreicht. Und Aber wir haben das schon teilweise. bei einigen Leuten ja, aber noch nicht in der Masse. Also Ja. neurotisch ja, eine komplette Psychose sehe ich noch nicht. Ich glaube, es wird noch ja, ein extrem simplifiziertes Verhalten geben, und zwar im Umgang mit Angst und wahrgenommener Bedrohung. Ich sage nicht Bedrohung, sondern wahrgenommene Bedrohung. Und dieses Bedrohungsszenario, das wird man unter Umständen auf bestimmte Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel die alternative Szene oder irgendwas ausweiten. Das wäre eine Möglichkeit. Und die Leute, die haben ja überhaupt kein moralisches Empfinden mehr oder Rechtsempfinden, was eigentlich im Menschen angelegt sein sollte. Ja, im beseelten Lebewesen, sage Ja, ich mal, sollte das genau. existieren. Ja. Und den Leuten geht es heute nur noch darum, die kriegen eine Meinung eingepflanzt, die sie dann als ihre Meinung bezeichnen. Ja. Und dann sind die halt dafür, wenn Politiker sagen, na ja gut, dann machen wir halt irgendwas, das ist zwar grobes Unrecht, aber das ist ja gut begründet und es ist ja im Gesamtergebnis, es ist ja eine gute Sache. Ja, Und genau so ist es. Genauso ja. muss ich dir das bestätigen, weil das habe ich da erlebt. Ich gehe, das ist da, da sagst du Rechtsverständnis, dass sie überhaupt nicht haben. Ja. Das stimmt. Also ich gehe davon aus, dass 99% von denen, die Masken tragen, aber auch von denen, die irgendwelche in Geschäften Verantwortung tragen, diese Verordnung, jetzt spreche ich über Niedersachsen, aber in allen Bundesländern ist fast identisch formuliert, diese Verordnung überhaupt nicht durchgelesen haben. Das habe ich das schon gesehen. Und die gehen davon aus, was sie in Medien hören, was da stehen sollte. Und Ja, was Angst vor da, Strafen noch dazu, ja, das ist die dass böse Mischung überhaupt dann. nicht drin steht. Sehr oft angepöbelt in diesen Geschäften durch diesen Aufpasser, die da sind, oder irgendwelche Ja, ich auch ein Verkäuferinnen paar und so Mal. weiter, nach dem Motto, dass ich die Maske tragen muss. Ja? Und ich sage, ich verhalte mich rechtsmäßig und rechtskonform, weil ich keine Maske tragen muss aus gesundheitlichen Gründen. Weil was steht in diesen Verordnung? Das ist das, was die Menschen nicht lesen. In diesen Verordnung steht, dass wenn jemand aufgrund Vorerkrankung
nicht, die Maske nicht tragen kann, ist davon befreit. Das war's. Es steht nichts, dass ich irgendwelche Gründe vorlegen muss, sondern Vorerkrankungen. Ich muss auch kein Attest haben, das steht nicht drin. Und überhaupt muss ich irgendwelche Attest vorlegen. Ja? Nur das, was die Menschen da draußen verlangen, sind von mir Atteste, die ich vorlege. Ich bin dazu nicht verpflichtet, überhaupt so einen haben und vorlegen, das sowieso nicht, weil das kollidiert mit der Datenschutzgrundverordnung zum Beispiel. Ja. Aber merkt man schon, dass die Menschen so hörig sind. Es wird einem suggeriert, es wäre Pflicht. Genau, ist es. Obwohl kein Pflicht ist, aber die verhalten sich so und verlangen von mir. Und vor das Schlimmste sind doch nicht die in Geschäften, die irgendwelche Verantwortung haben, sondern ganz normale Kunden, die sofort diese Position annehmen. Ja. Ich hatte ein sehr intensives, man muss schon sagen, Streitgespräch mit einem Filialleiter eines Supermarktes einer großen Kette, der sich ganz klar bewusst, also in seinen Worten als Faschist zu erkennen gegeben hat. Ich habe ihm gesagt, hier schauen Sie mal, ne, das und das Verhältnis, das deutet auf das und das hin. Und dann, bin ich halt, finde ich gut, ich bin Faschist durch und durch. Und hat auf allen Wegen versucht, mich dann dazu zu zwingen, die Maske zu tragen, weil sein Hausdetektiv mich dann sozusagen zu ihm geführt hat, weil beim Hausdetektiv hatte ich mich geweigert. Das ging so weit, dass ich dann mit dem Filialleiter gesprochen habe. Und er hat sich wirklich unmöglich verhalten. Aber aus seiner Position, wo ihm unter Umständen Strafen drohen könnten, sagen wir mal, Geldstrafen. Ja, es wird ja auch viel aus Willkür gemacht. Wir hören teilweise von überzogenen Strafen, eine bestrafe einen, erziehe Tausende so ungefähr. Das stimmt auch nicht. Es ist im Grunde irgendwo nachvollziehbar, wenn dieser Mensch glaubt, dass er bestraft wird. Das ist ja sein Glaubensmodell. Ja. Ja, so wie es sein Glaubensmodell vielleicht auch ist, dass jemand, der die Maske nicht trägt, ein böser Mensch ist, der andere gefährdet, aus egoistischen Motiven oder einfach wirklich Bösartigkeit. Ja? Das ist ja das, was den Leuten suggeriert wird. Ja. Ja, und so verhalten sich die Leute. Und du musst dir jetzt vorstellen, das Ganze war in der ersten Woche der Maskenpflicht. Und die Leute, die vorher noch, also monatelang mit 1,5 Meter Abstand und so weiter, irgendwie relativ zufrieden waren, haben dann auf einmal diese Masken sofort schlagartig verlangt. Ein Schalter wurde umgelegt, jetzt ist Maskenpflicht. Ja. Ab jetzt ist es super wichtig. Niemand hat interessiert, dass die Reproduktionsrate des angeblichen Virus schon unter 1 war. Oder egal, also alles, was Vernunft ist, war ausgeschaltet. Und als ich mich mit diesem Filialleiter da unterhalten habe, lautstark, gab es eine Person, die hat mir zugestimmt, blieb aber auf großem Abstand und sagte, wieso, der junge Mann hat doch recht. Aber andere gingen vorbei. Können Sie den nicht einfach rausschmeißen? Ja, so, genau. Ne? Älteres Paar. Ja, genau. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich auch irgendwie großer Verdruss im Leben. Man sieht es ja manchmal in den Gesichtern der Leute. Wirklich, wirklich traurig eigentlich. Ja? Aber diese Leute fühlen sich dabei im Recht. Ja. Ja, eine andere Situation hatte ich vor einem anderen Markt. Gleicher Tag übrigens. Also ich habe es an dem Tag wirklich ein bisschen ausgereizt. Wo ich mich dann lange mit jemandem unterhalten habe über die Thematik und er meinte, nein, und überall sind sie am Sterben und in den Krankenhäusern und das wäre so schlimm. Also ich habe überall gehört, dass da Kurzarbeit ist, dass die Krankenhäuser leer sind. Natürlich, man hält die Betten ja nur frei für den ganz großen Knall, ist ja logisch. Ne? Das ist ja, man kann ja nicht reininterpretieren, dass die Leute nicht krank sind. Es geht ja ein riesen Virus um, ist ja in den Köpfen drin. Gut, alles Unfug. Sondern kam ein Mann und ich muss wirklich sagen, das war der beleibteste Mann, den ich seit langer Zeit gesehen habe. Also er war wirklich, wirklich kräftig gebaut. Und aus 20 Meter Entfernung fast, oder ich weiß nicht, vielleicht waren es 10 Meter, ja, rief er mir dann zu, was ich für ein fürchterlicher Mensch sei und dass ich mich nicht so anstellen soll und konnte das überhaupt nicht verstehen. Und dieser Mensch, der offensichtlich kein großer Gesundheits- und Fitnessfanatiker sein kann, hat sich urplötzlich Sorgen gemacht um seine Gesundheit. Das ist eigentlich ein Witz in sich. Ja. Und ich fand es im Nachhinein auch ein bisschen zum Lachen. Ich meine, ich wünsche dem Menschen nichts Schlechtes und sicherlich, wenn er Übergewicht hat, gehört er zur Risikogruppe. Aber er ist wie alle Leute, so ziemlich alle Leute, die verstorben sind, jetzt in dieser Zeit, die man zu den Corona-Toten zählt, schon Risikogruppe gewesen. Und unter Umständen schon sehr lange, denn es sind Alte und Vorerkrankte gewesen, die gestorben sind. Ja. Also ich glaube, diese Sache mit diesem Virus, also diese, ist ja eigentlich nur eine Reihe von Symptomen, die wir als Virus bezeichnen, an diese Lebewesen, Viren, glaube ich, in der Form so auch nicht. Also es mag irgendwelche DNA-Anteile da geben, ne, wie du sagst, ausgeschieden aus Zellen
und dann springt ein DNA-Messgerät an und vielleicht auch erst, wenn man das vertausendfacht, vermillionenfacht, die Anzahl dieser Dinger. Aber an die große Ansteckungsgefahr glaube ich nicht. Ich glaube, dass immer, wenn es große Pandemien gab, dass vorher irgendeine Situation war, die das begünstigt hat. Das heißt, es gab vielleicht Hunger oder von der spanischen Grippe habe ich gehört, dass es vorher eine große Impfkampagne gab. Mhm. Und Impfungen können sehr gefährlich sein. Da muss man nur den Beipackzettel lesen. Das wird auch der größte Impffan nicht leugnen können, denn der Beipackzettel sagt es sehr deutlich. Ja, und spanische Grippe, meine Vermutung wäre, ich bin kein Mediziner, meine Vermutung wäre, ja, vielleicht tatsächlich durch die Impfung ausgelöst. Ausgelöst nicht, die Todesfälle. Also nach meinem Kenntnis und Verständnis ist die spanische Grippe durch Krieg verursacht, durch Ende des Krieges, Entspannung nach dem Krieg. Das war typische Geschichte. Aber die Todesfälle sind durch Impfungen verursacht, da die Menschen geschwächt waren und die diese Impfungen bekommen haben. Und da hat einfach der Körper von diesen Menschen das alles nicht ausgehalten. Also quasi die Schwächung nach dem Krieg und noch Impfung dazu. Und das sind die, die meiner Meinung nach gestorben sind. Ich habe mich ein bisschen mit dem Fall beschäftigt. Also so sieht das in meinen Augen aus. Also dass die Impfungen nicht helfen, denke ich, das ist bekannt. Und das Ziel ist aber, uns alle zu impfen. Na klar, da wenn man diese Geschichte von Corona so betrachtet, wozu das Ganze? Und das steht da, da ist wirklich ein großes Gefahr große Gefahr, dass wir mit irgendwelchen Chip versehen werden, die durch diese 5G aktiviert werden. Das bin ich sicher. Es gibt auch jetzt die Studie, die jetzt bekannt geworden sind zu dem Thema sogar, dass man das getestet hat und da hat man festgestellt, dass man das aktivieren kann. Also das ist kein Hingespinst, sondern dass tatsächlich in diesem Bereich man geforscht hat und entsprechende Erfolge hat. Ja. Und die Normalbevölkerung bringt man dazu, darüber zu lachen und das als Blödsinn abzutun. Genau. Und das wirkt dann als Schutzmechanismus, dass nicht weiter geforscht wird. Ja. Ich bin natürlich auch jetzt kein Technikexperte. Ja, ich bin kein Wissenschaftler. Ja, genau. Zum Glück bin ich kein Wissenschaftler, muss ich sagen. Genau. Weil das ist eine der verlogensten Künste unserer Zeit. Ja. Leider. Die Ansätze sind ja gar nicht schlecht. Man muss nur wissen, in welchem Bereich gehört die Wissenschaft und in welchen nicht. Mhm. Aber gut, haben wir schon mal drüber geredet, will ich nicht wieder mit anfangen. Genau, ja, ist klar. Ja. Also ich will nur die Situation mit Corona. Wir sehen schon, was jetzt abgelaufen ist, wie Menschen sich verhalten. Und ich sehe große Gefahr für die Zukunft, da die Menschen werden weiterhin so reagieren, wie die Medien wollen. Noch viel heftiger. Also die Medien formen die Menschen, steuern in entsprechende Richtung. Und die verhalten sich wirklich wie Schafsherde. Die machen alles, was da gesagt wird. Obwohl, wenn die selbst entscheiden könnten, weil die Umfrage, was ich gesagt habe, zeigen, dass sie da überhaupt damit nicht einverstanden sind. Aber dann, wenn trotzdem da in Medien was vorgegeben ist, verhalten sich so. Obwohl vielleicht mit eigenen Überzeugungen das nicht übereinstimmt. Und das ist für mich so was, was ich nicht so besonders verstehen kann, warum die Menschen sich so verhalten. Obwohl eigene Überzeugung gar nicht so ist, aber die verhalten sich mit der Herde. Ja, das ist eigentlich eine ganz normale Dynamik. Ja, das wurde schon x-fach beschrieben und immer wieder gegen uns eingesetzt. Und wer sich für Geschichte interessiert und eigenartige Vorfälle und extreme Szenarien und alles, was schon möglich war, Nationalsozialismus ist immer so das Beispiel, was den Leuten als erstes einfällt, aber es gibt unzählige andere auch noch. Sozialismus war auch nicht anders. Der Nationalsozialismus. Das ist alles Sozialismus. Ich sage alles Sozialismus. Ja, immer wenn es diesen kollektiven Zwang zum Mitmachen gibt. Ja. Und bestimmte Denkbarrieren und Verhaltensbarrieren aufgebaut werden, dann lebt man in einer durchaus gefährlichen Zeit. Und wenn das Wort Leugner fällt, dann will man damit psychologisch umgehen, dass man den anderen Menschen als vielleicht kritisch denkenden Menschen noch darstellt, sondern man redet ja von einem Fakt, wenn man einen anderen als Leugner bezeichnet, den der andere ja bewusst als nicht wahr darstellt, also ein Lügner eben, ein Leugner. Und jedes Mal, wenn dieses Wort auftaucht, früher hieß es, er leugnet den lieben Gott. Es war früher systemrelevant, dass die Leute eben auf ihre Rechte und Freiheiten verzichten,
weil irgendwelche Leute als Sprachrohr von diesem Gott, naja, die mussten diesen Status behalten, ganz einfach. Ja, die machen mit. Ich kann dir ein Beispiel von aus Realsozialismus, was ich erlebt habe, geben. Also in Realsozialismus in Polen, ich denke in anderen sozialistischen Staaten zur damaligen Zeit gab das auch. Einmal im Quartal gab einen Sonntag, einmal im Quartal, wo man quasi, ich finde das ist schwer zu übersetzen, sagen wir so, ein Tag für Partei kann man das sagen, ne? Oder ein Tag für Sozialismus oder sowas. Mhm. Und an diesem Tag sind die Leute irgendwie zur Arbeit gegangen, aber meistens nicht zur normalen Arbeit, sondern zu irgendwelchen gemeinsamen Arbeit, irgendwas zu machen. Und die 8 Stunden gearbeitet haben für Sozialismus, für Partei, für System, kostenlos. Und das war einmal im Quartal, war so diesen Tag Parteiaktion oder wie man das so nennen kann. Und die alle haben das ausgelacht. Aber zu Tausenden sind hingegangen und diesen Mist mitgemacht. Und das erinnert mich an Corona, wenn man persönlich mit vielen Leuten spricht, die sehen das kritisch, aber diesen Scheiß mitmachen. Das ist identisches Verhalten, was ich damals in diesem Sozialismus schon erlebt habe. Ja. Das ist natürlich ein sehr energiesparender Weg. Ne? Ja. Also wenn man permanent rebelliert, und ich weiß, gerade als ich jünger war, ich habe viel rebelliert gegen alles Mögliche, was mir nicht gepasst hat. Und man steckt eine Menge Energie rein und irgendwann versucht man einen anderen Weg zu gehen, sag ich mal. Und das, was wir hier zum Beispiel machen, ist jetzt meine Version davon. Mhm. Ja, aber mich jetzt jeden Tag im Einkaufsmarkt für die 10 Minuten, 15 Minuten, die ich drin bin, jetzt zu streiten mit dem Filialleiter, da habe ich tatsächlich auch keine Lust zu, muss ich ehrlich eingestehen. Ja, ich bin jetzt auch in einem Alter, wo ich nicht mehr irgendwie als Wilder durch die Gegend laufe und rumpöbel. Und ne, ich bin halt auch Mitte 30 plus, sag ich mal. Ja, siehst du. Und aber das ist... Das ist gewisse auch Bequemlichkeit, oder wie kann man das so nennen, warum die Gesellschaft so funktioniert? Ja, es ist einfach energiesparend. Es ist der leichteste Weg, den sie einem da anbieten. Natürlich mache ich einiges, nur ich mache eben privat viel. Also ich versuche Vorsorgen zu treffen, gewissermaßen. Ja, ich kümmere mich um meine Familie zum Beispiel, und ich gehe davon aus, es wird noch deutlich schlimmer und ich bereite mich vor. Ich weiß nicht, was kommt. Ich rechne zum Beispiel nicht unbedingt mit einer Hungersnot oder irgendwas in der Art. Das ist alles möglich. Aber würde ich nicht sagen, dass da was nicht kommen kann. Nein, als Möglichkeit sehe ich es auch. Und in die Richtung sollte man auch denken. Mhm. Ob ich dann in dem Maße davon betroffen sein werde, weiß ich nicht. Ich habe einen Rückzugsort auf dem Land. Zumindest gehe ich davon aus, dass ich den habe. Man weiß ja nie, was kommt. Mhm. Ja, aber was ich noch erwarte, sind soziale Unruhen. Und auf jeden Fall steigende Armut, ganz rasant. Mhm. Ja. Die 3% Mehrwertsteuer, da habe ich so viel gelesen, die Leute machen sich darüber lustig, das sei wenig. Ja. Eigentlich sind 3% weniger Mehrwertsteuer nicht wirklich wenig. Das ist schon in der Summe eine große Menge. Ja. Nur die Preise steigen insgesamt gerade überall. Die Produkte werden insgesamt teurer. Das heißt, wir zahlen mehr trotz der 3% Vergünstigung und dementsprechend nimmt der Staat auch mehr ein. Und ich denke, das haben die auch mit einem gewissen Kalkül gemacht. Also ich sehe überall Preissteigerungen von 10-20% und es geht in großen Schritten. Es gibt deutliche Anzeichen für die Rezession, für eine Weltwirtschaftskrise. Das ganze Geld, was gerade gedruckt wird, die Corona-Hilfe, das ist alles Inflationsgeld. Das ist doch nicht erwirtschaftet, oder da steht doch kein Wert hinter. Genau, das ist das Erste. Zweitens, diese alle Programme, die da man aufgelegt hat, und Kurzarbeit und so weiter, alles läuft bis Ende August. Also diese Programme. Und ich gehe davon aus, und das ist so jetzt meine Beobachtung, dass die Firmen, die davon betroffen sind, und das sind alle Firmen davon betroffen, besonders kleine Firmen und Dienstleisterunternehmen sind davon besonders stark getroffen, die bekommen noch diese Hilfe und die werden bis Ende August aushalten, durchstehen. Aber was passiert ab 1.9.? Ab 1.9. sind die Hilfen raus und da werden massenhaft Firmen pleiten machen. Da bin ich überzeugt, dass das ab 1.9. passiert. Und das wird dazu führen, dass wir einen enormen Anstieg der Arbeitslosigkeit bekommen und Armut. Und dadurch, dass die Produktion nach unten geht, das wird eine Kette auslösen. Ja? Die Frage ist, wie weit es damit geht. Ja. Aber der Abwärtstrend ist klar zu erkennen. Die Frage ist, ob es nochmal irgendwo gestoppt wird, weil das System die eigene Macht stabilisieren will.
oder ob man es ganz runterrauschen lässt. Ich gehe davon aus, es wird noch einiges funktionieren. Mhm. Man will noch einen weiteren technologischen Ausbau von 5G und Co. Mhm. Man will diese Überwachung nutzen. Ja, also man braucht es nicht, um Leute, die in ihrer Wohnung kurz vom Hungertod sind, zu überwachen. Ja, dafür, aber ich denke, das, was notwendig. Du gesagt hast, dass die soziale Unruhe, bürgerkriegsähnliche Zustände, das will man auch haben. Und das kann dazu kann noch kommen. Weil sonst, wenn sowas nicht gibt, ist schwer, Überwachungsgesetze, unsere Rechte weiter abzubauen. Mhm. Wenn aber die Situation entsteht, dass wir da bürgerähnliche Zustände auf der Straße haben, dann ist es viel einfacher, die Menschen dazu überzeugen, eigene Rechte weiter abzugeben, eigene Regierungen abzuwählen und eine Weltregierung zuzustimmen. Ja, na klar. Die Lösung muss global sein. Ja, genau. Die Menschheitsfamilie, der ganze Kram, den man uns lange eingeimpft hat, das hat die ganzen Probleme verstärkt, verursacht. Mhm. Ja. Aber naja, schauen wir. Also ich, aus dem Grund, das, was da in den nächsten Monaten bis Ende des Jahres kommt, sehe ich nicht so besonders positiv, obwohl ich den ganzen Ausgang letztendlich am Ende positiv sehe, aber das, was noch in diesem Jahr kommen sollte, sehe ich nicht so besonders positiv. Ja, ganz am Ende wird es positiv, mal gucken, wer noch dabei ist. Ne? Ja. Also es wird sich einiges tun und ich weiß nicht, die Leute hören gerne irgendwie positive Nachrichten. Ja. Ja, alles wird gut, Licht und Liebe und das wollen sie den ganzen Tag lang hören. Das gibt es bei mir aber nicht. Ja, mhm. Das werdet ihr von mir nicht hören. Ich sage euch das, wie ich das sehe. Das tut mir leid für die Leute, die jetzt getröstet werden wollen. Ich gehe davon aus, es wird schlimmer. Und Kai, du erinnerst dich vielleicht an unser letztes Gespräch. Ich glaube, ich habe gesagt, ich habe mich gewundert, warum im Frühling sowas losgeht. Mhm. Das ist strategisch und wir sind ja da schon davon ausgegangen, es ist künstlich gemacht. Es ist strategisch, es ist völlig unsinnig. Ja, die Leute, die im Frühling Panik kriegen, die sorgen dafür, dass sie irgendwie Gemüse anbauen und Vorräte sich holen und all sowas, aber vor allem eben ein Stück Land versuchen zu kriegen, was sie bestellen. Also Kleingärten zum Beispiel, habe ich gehört, die Wartelisten sind unglaublich lang in Hannover, wegen Corona. Natürlich auch, weil die Leute gerne in den Garten wollen, weil sie sich da ein bisschen freier fühlen als in der Wohnung, während irgendwelcher Lockdowns und Selbstquarantäne. Aber eben auch, um sich vielleicht ein bisschen Gemüse anzubauen. Das ist, glaube ich, bei ganz vielen Grund. Mhm. Und ich sehe, dass meine Familie in weiten Teilen das auch macht, auch Leute, von denen ich es nicht gedacht habe, dass sie nochmal sagen, Mensch, hier, wir haben einen alten Garten, ne, fruchtbarer Boden, der wurde nochmal umgepflügt und dann wurde was gesät. Und das ist eigentlich sehr ungewöhnlich, aber inzwischen ist bei den meisten Leuten diese Entspannung drin, die Hamsterkaufphase ist vorbei. Das heißt, dieser Gedanke an mögliche Knappheit ist bei den meisten auch nicht mehr präsent. Und wenn wir uns jetzt, so wie du sagst, Richtung Herbst, mit einer Beschleunigung dieses Abwärtstrends konfrontiert sehen, dann müssen wir davon ausgehen, dass es vielleicht schon, also ich persönlich glaube nicht dieses Jahr, aber vielleicht doch schon ein harter Herbst, ein harter Winter wird. Also normalerweise, wenn man geschichtlich zurückschaut, die Krieger haben immer nach der Ernte angefangen, das war immer so. Mhm. Und auch diese Börsencrash, diese Problematiken, was wir hatten, waren auch immer im Herbst oder Winter. Ja. Also da haben Deswegen wir meistens Oktober, November diese Problematik gehabt. Aus dem Grund ist es alles so, wenn du zurückkommst auf das im Frühling war. Wir haben im Frühling da vielleicht so gedacht, dass das jetzt quasi Entscheidung schon getroffen ist und jetzt was passiert. Aber das war nur die Ouvertüre, das war der Anfang. In März. Ja, das sollte jetzt gehalten werden und jetzt die finale Phase sollte im Oktober, November stattfinden. Mhm. Also ich denke, dass das Schlimmste kommt erst. Es war immer nach der Ernte. Ja. Und Ernte haben wir im August und erst danach kommen die schlimmen Sachen. Deswegen hatte ich das gesagt, es ist völlig atypisch, dass wir im Frühling und recht früh im Frühling Szenarien kriegen, wo Leute sich genötigt sehen, Hamsterkäufe zu tätigen. Ja. Aber, wie gesagt, die Sache hat sich beruhigt, während man vielleicht gerade jetzt noch vorsorgen sollte. Nicht in Sorge sein, im Sinne von verzweifeln, aber sich kümmern, sich sorgen, sich darum sorgen, dass man versorgt ist, gewissermaßen. Ja, genau. Ist vielleicht eine ganz gute Idee zurzeit. Es ist so, dass das, was man Panik nannte in März oder April, ja, wo wir diese gewisse Hamsterkäufe hatten, dann habe ich da eine Umfrage gesehen, denke ich, bei Spiegel war das. Und da haben die gefragt, haben sie Vorsorgekäufe gemacht? Ja, also das war so irgendwo April, Ende April, nach dem Ganzen.
Und da haben nur 7 oder 8% gesagt, dass diese Vorsorge gemacht haben. Vorsorgekäufe. Oder sogar weniger, weiß ich schon jetzt genau nicht. Ja, aber glaub, das die meisten war. Geben sich zu. Nee, da war. Warum sollte das nicht geben? Ja? Ich will nur sagen, wenn das 5%, wenn das sogar 10% war. Und das, was wir im April hatten, wenn das sogar 10% war. Und wie schnell waren die Räder leer? Wenn 10%. Vorgesorgt hat. Was passiert, wenn jetzt wieder 20-30% plötzlich dazu kommt? Ich habe immer noch Probleme, Trockenhefe zu bekommen. Gibt nicht, oder wie? Gibt es wenig. Also in den Läden, wo ich bin, ich gucke meistens nach, nicht immer, weil so viel brauche ich davon nicht. Aber ich stelle fest, das ist so ein Produkt, was seitdem fehlt. Also, oder oh, das ist weniger verfügbar ist. Ne? Weil mit Trockenhefe, die sich ja länger hält, Brot backen, Mehl hält sich lange. Ja, genau. Das wird da wohl einen Zusammenhang geben. Also es gibt immer noch Leute, die sich davon viel hinlegen. Könnte vielleicht mal ein bisschen was wert sein. Ne? Heute verkaufen sie irgendwie Tütchen am Steintor hier bei uns. Da, wer Hannover nicht kennt, werden viele Drogen verkauft. Der Tütchen mit so weißem Pulver. Ja. Demnächst stehen sie da mit der Trockenhefe. Ja, du hast recht. Also ich habe das da überhaupt keine Gedanken gemacht. Du hast recht, da muss ich Trockenhefe kaufen. Ich habe gar nicht nachgedacht. Kriegst, bring mir was mit. Ich kriege kaum welche. Ach so. Ja, also ein bisschen Vorräte habe ich ja sowieso immer da. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sein, es reicht für mich nicht, also für mich nicht über den Winter. Für mich alleine nicht. Und ich bin nicht alleine in meiner Wohnung meistens. Also für mich war eigentlich der Gedanke, noch woanders hinzugehen. Es gibt zum Glück ein paar Leute, die mehr Möglichkeiten haben, vorzusorgen, wenn man ein bisschen mehr Platz hat, wohntechnisch irgendwo draußen auf dem Land. Aber eine Sache ist Vorsorge. Sage ich, um zu überleben, in diesem Sinne was zu essen, zu trinken zu haben. Aber ich denke, auch wichtig ist Vorsorge, Gedanken zu machen, wenn tatsächlich bürgerähnliche Zustände kommen. Bürgerkriegsähnliche Zustände. Ja. Sich das vor Augen zu halten, was passieren kann, wenn irgendwelche Banden, irgendwelche Horden, auch wenn kurzfristig, aber die Macht in eigenen Stadtteil übernehmen. Weil das auch möglich ist. Oder wenn, zumindest für Unruhen sorgen. Genau, ja. Also wenn sowas passiert, sage ich mal, wenn es wirklich, wirklich knallt. Also wir reden jetzt mal vom Extrem. Ich möchte den Leuten jetzt nicht sagen, es kommt so, nur wir spielen das mal durch. Ja. Was wäre, wenn? Dann müssen wir davon ausgehen, dass sich Strukturen herausbilden, die, naja, ein bisschen archaisch auf uns wirken, die aber funktionieren. Das heißt, da wird ein starker Anführer gewählt in verschiedenen Gruppen und diese Gruppen sind sich auch nicht unbedingt grün untereinander, stecken Territorien ab und nehmen, was sie können, von Schwachen. Ja. Ja. Und wenn es da nichts mehr gibt, gibt es zwischen diesen Gruppen wieder vermehrt Konflikte. Mhm. Also erst gibt es diese erste Phase unter Umständen schon mit Kämpfen und Unruhen, dann gibt es das Abstecken von Gebieten und dann ist es eine Frage der Zeit oder beziehungsweise eine Frage der Versorgungslage, ob es dann zwischen diesen abgesteckten Gebieten nochmal richtig knallt. Und das ist in Städten natürlich besonders gefährlich. Und da muss man sich natürlich schon ein bisschen Gedanken machen. Ich würde das Ganze gerne zusammenfassen, der Punkt Sicherheit, könnte man sagen. Ja? Ja, ja, genau. Also ich bin jetzt niemand, der den Leuten sagt, kauft euch eine Schusswaffe und lauft den ganzen Tag damit rum oder habt sie zu Hause. Ich bin aber auch niemand, der sagt, macht es nicht. Ich sage, schaut, was für euch am ehesten passt, wie und wo ihr in Sicherheit seid. Dazu gehört in erster Linie Sozialkontakte, meiner Meinung nach. Mhm. Also egal, ob bewaffnet oder nicht bewaffnet, als Gruppe seid ihr stärker, ihr wirkt gefährlicher. Mhm. Gibt es eine Möglichkeit, dass ihr zusammenrücken könnt? Ich meine jetzt wohntechnisch vielleicht zusammenrücken könnt. Mhm. Ja, also auf dem Land ist es wieder mal leichter als in der Stadt, aber auf dem Land ist es wahrscheinlich auch weniger problematisch. Ja, wie kann man die Wohnung schützen? Ja, vielleicht auch ohne Gewalt. Aber ich persönlich bin durchaus ein Fan davon, wenn man irgendwas hat, was als Waffe schon gefährlich aussieht, ja, und potenziell vielleicht auch gefährlich ist, dann ist man eher in der Situation, dass man sie nicht benutzen muss, wenn man besonnen damit umgeht, was natürlich schwer zu sagen ist. Ich weiß auch nicht, wie ich mich verhalte, wenn meine Wohnungstür, sagen wir mal, eingetreten wird. Ja, und dann stehen da ein paar Leute und wollen gucken, ob ich irgendwas habe, was denen nutzt und wollen sich das auf jeden Fall nehmen.
Dann kann ich natürlich den Sozialpädagogen raushängen lassen und nett verhandeln und darüber reden, ob die eine schwere Kindheit hatten und so weiter. Aber ich glaube, ich habe nicht die Zeit, die zu therapieren oder irgendwas. Ja. Ich glaube, wenn man da steht mit irgendwas, was gefährlich und groß aussieht und schussbereit aussieht, im Idealfall mit Laserpointer, Taschenlampe, irgendwas obendrauf, ja, oder irgendwas, was ein lautes Geräusch macht, dann hat man eine andere Basis zum Verhandeln. Ja? Weil dann steht für die, die dort stehen oder den, der dort steht, steht sein Leben auf dem Spiel. Ja, zumindest hat er den Eindruck. Und wenn du sagst, pass auf, dein Leben kannst du gerne behalten, aber ich behalte, was ich hier habe und du machst einen Abgang, dann verabschiedet er sich unter Umständen freundlich und geht. Und man muss nicht auf jemanden schießen. Unter Umständen ist man schlimmer dran, wenn man jemanden nicht auf Distanz halten muss und mit einem labbrigen Küchenmesser dann da steht oder mit einem Hausschuh oder was auch immer man sich greift in der Not, ja. Also wenn ich jetzt so überlege, wenn sie bei mir die Tür eintreten, ich kann mir gerade nichts greifen. Ich habe da tatsächlich nichts liegen, womit ich effektiv auch nur zuschlagen oder zustechen oder irgendwas könnte. Ja, also in der Hinsicht bin ich tatsächlich noch nicht so gut vorbereitet, weil ich aber jetzt auch noch nicht akut die Gefahr sehe. Wenn ich wirklich sehe, es wird geplündert, dann bereite ich mich anders vor und ich bin gut vorbereitet, was das angeht. Ja. Das kann ich wohl sagen. Ja, ja klar. Aber Sicherheit. Aber da muss man auch Gedanken machen, da die eigene Wohnungstür abzusichern, dass das nicht so einfach, da sage ich den anderen, machen kann. Und da sollte man schon vorher solche Gedanken machen, was passieren kann. Welche also, Einstiegsmöglichkeiten gibt es? Kommt man über Balkone rein? Kommt man direkt durchs Fenster? Wohnt man ebenerdig? Das sind alles Sachen, wo man sich überlegen sollte. Nur wenn man jetzt der Meinung ist, es könnte zum Ernstfall kommen, ob man da was macht. Und ich rate den Leuten aber nicht, geratet jetzt in Panik und bereitet euch darauf vor und setzt darauf, dass es unbedingt passiert. Ja, wenn ihr glaubt, es könnte passieren, sagen wir eine Wahrscheinlichkeit von 5%, 2%, was auch immer ihr glaubt. Das kann sein, dass es euch unterbewusst wurmt und nicht in Ruhe lässt. Das kostet euch Energie. Sichert euch ein bisschen ab, macht ein bisschen was und dann lasst es wieder gut sein. Dann ist das Thema für euch erledigt. Wenn es zum Ernstfall kommt, ja, ich sag mal so, da werden die Karten eh mal ein bisschen neu gemischt. Man weiß nicht, wann und wo es einen irgendwo erwischt, wo man Probleme kriegt, ob es in der Wohnung ist oder auf der Straße, in der Stadtbahn, was auch immer. Ja, das ist nicht so einfach, sich vorzubereiten. Also wenn hier dieses negative Szenario jetzt hier da so malen, was da möglich ist, dann aus meiner Sicht ist das nur möglich, in Oktober, November dieses Jahres. Ich gehe nicht davon aus, dass wenn bis Ende November nichts passiert, dass das später auftritt. Ich bin der Meinung, das ist immer diese gefährliche Zeit, das ist Oktober, November. Das ist in der Vergangenheit immer so sehr gute Zeit für solche Sachen. Und wenn ihn zu diesem Zeitpunkt nicht passiert, dann werden wir uns freuen, dass wir zu schwarz gesehen haben. Das ist sehr gut so. Ja. Und meine ich, später passiert nichts. Ne? Ja? Ja. Aber schau, Kai, das ist doch eine super problematische Sache. Ja? Die haben unter Umständen noch das ein oder andere Ding, was die ausspielen können. Ja. Also wenn es in diesem Jahr nicht passiert, kann im nächsten Jahr, ich sag mal, irgendwas passieren. Allein schon durch die Impfung. Was wäre, wenn dadurch jetzt tatsächlich Leute sterben? Sagen wir mal. Ja, gut. Durch Impfung passiert kann was anderes. Wir haben über gewisse Unruhen und sowas gesprochen. Und das sage ich, dass es in diesen. Nee, wenn die Impfungen wird, da sehe ich diese Problematik nicht. Weil die Impfungen, was werden die Impfungen verursachen? Impfungen werden Krankheiten und Tod verursachen. Genau. Und ich glaube nicht, dadurch die soziale Unruhen entstehen. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass dadurch die Wirtschaft noch weiter kippt. Also wenn die Leute nicht nur so ein bisschen sterben, wie sonst auch, denn Übersterblichkeit hatten wir bisher nicht. Ja, wenn die Leute mal richtig reihenweise tot umfallen, dann ist das für die Wirtschaft oder für viele Bereiche der Wirtschaft ziemlich schlecht. Und ja, dann könnte man. Aber so wie zynisch das man sehen kann, aber da gibt es weniger Verbraucher. Ja, und das wird sich gewisserweise in Waage halten. Ja, wenn da man weniger produziert, weil da mehr weniger Arbeiten man hat, Arbeiter und weniger Dienstleistungen, aber da hast du von anderer Seite weniger Kunden, die das beanspruchen. Ja, das ist auch höchst unmoralisch von mir, aber ich habe mir so ein bisschen ausgerechnet, vielleicht, wenn mal sowas passieren würde, wie eine echte Pandemie, dass die Preise für Wohneigentum runtergehen, das würde mich interessieren. So. Ja, das wird so auch zu. Ja, genau. Das ist natürlich irgendwie unmoralisch, aber auf der anderen Seite dann auch einfach nur die Kausalität aus dem, was dann passiert. Ja, ja. Und es ist ja nicht so, als könnte man eine Viruspandemie
wenn es eine echte ist, also ich will mal eine wirkliche Pandemie aufhalten, wenn es so ansteckend wäre und all das. Das ist ja, eine völlige Illusion, was die Leute da haben mit den Masken. Und ja, es ist halt der Wunsch nach Kontrolle. Ne? Der Wunsch nach Kontrolle im Ernst. Wie gesagt, wir sind in der Neurose. Vorsicht, wenn die Psychose kommt. Es ist alles möglich. Alles möglich. Es ist alles möglich. Und eine Pandemie ist auch möglich, wenn wir massenhaft zwangsweise einen Test bekommen. Es gibt auch Informationen zu diesem Test, dass durch Test man auch Krankheit bekommt. Dass die Tests nicht so steril sind und sauber, sondern diese Tests mit irgendwas versehen sind. Und dieser Test meistens ist so verwendet, dass man tief in die Nase packt, diesen Stäbchen. Eine Verletzung. Ist eine Verletzung damit. Übrigens Impfung auch, ich wollte es nur mal sagen, ist Körperverletzung. Ja, ja, aber es gibt auch in Tierwelt, also da bei Vieh, dass man die Impfung durch die Nase macht, dass man einfach in die Nase was sprüht. Also das ist schon gang und gäbe in der heutigen Zeit, ja. Also da muss man so sich damit auch auseinandersetzen, was bedeutet die Nase, wenn jemand mir in der Nase irgendwie mit irgendwas reinkommt, ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob dieses Stäbchen steril ist oder dieses Stäbchen irgendwas beinhaltet. Ja, und da kann man, und da gibt es schon Hinweise, da gibt es schon Warnungen zu dem Thema, dass genau auf diese Art und Weise man irgendwas den Menschen einpflanzt. Ja? Und das ist möglich, durch diese massenhaften, zwangsweisen Test, man die Menschen krank macht. Das ist auch möglich. Ich sage nicht, dass so sein muss, aber möglich ist das. Es ist vielleicht ein bisschen absurd, das jetzt in Verbindung zu bringen. Ich bin ja niemand, der sich großartig mit Alien, Entführung durch Außerirdische, Thematik beschäftigt. Das reizt mich wenig, aber ich habe dort mal gehört, dass ziemlich genau an der Stelle in der Nase, wo sie einen da pieksen, angeblich Leute Implantate gefunden haben oder immer vermutet haben, wenn sie von diesen Entführungsgeschichten berichtet haben. Ich sage wirklich mal Entführungsgeschichten, denn es gibt auch viele Geschichten, wo Leute dann unter Hypnose, wenn die ein paar Ebenen tiefer waren, gesagt haben, das waren keine Aliens. Ich hatte den Eindruck, das waren Aliens, aber ich sehe mich dann in einem Raum mit Menschen und mit einem LKW abgeholt worden und so weiter. Also irgendwelche Regierungsorganisationen hat man dann vermutet, die eben Leute damals schon mit irgendwelchen technischen Implantaten versehen haben sollen. Mhm. Ich sage das mit aller Vorsicht, ich bin da überhaupt nicht in der Materie drin und auch ganz wenig daran interessiert. Ich habe es halt mal aufgeschnappt. Ja, vielleicht aber, ist das ja so, aber so das Punkt, ist wichtig, dass man da gerne was einfließt. Weil das ist sehr nah am Gehirn und dann ist für mich irgendwie so weniger verständlich, dass man diesen Abstrich genau so tief in der Nase macht. Ja? Ja, was soll denn da anders sein an Viren und Schleimhäuten? Genau, so ist es. Und das ist schon für mich das Ganze verdächtig, dass man auf diese Art und Weise diese Proben macht. Und das ist meiner Meinung nach nicht ohne Grund so. Die Verletzung an sich, habe ich gehört, soll aber auch Infektionen fördern. Also mit diesem. Es ist alles möglich, ja. Und dadurch kann man massenhafte Erkrankungen bekommen. Nicht die Masken übrigens auch stehen ja sehr im Verdacht, dass es gesundheitsschädlich ist. Ja. Und es ist für mich auch sehr viel nachvollziehbarer als die Geschichten vom Schutz durch die Masken. Ich glaube, es wird in den alternativen Medien ausreichend schon betont, die Masken sind eine psychologische Brücke hin zur Impfung, weil. Ganz ehrlich, Viruserkrankung. Normalerweise haben wir durch den Sommer in Deutschland keine von diesen Symptomen, die wir als Viruserkrankung bezeichnen. Weil Sonne, erhöhtes Vitamin D, besseres Immunsystem. Und ein paar Leute schleppen es durch, aber die Zahlen sind völlig irrelevant. Virenzahlen im Sommer in Deutschland kenne ich nicht, dass es da irgendwas Bedrohliches gibt. Habe ich nie gehört. Mhm. Ja. Also nicht in einem wirklich gefährlichen Ausmaß. Mhm. Habe ich nie gehört. Ja, es geht mir nur um so irgendwie zu spinnen, wie die Zukunft aussehen kann in diesem Jahr. Und ich sehe diese Gefahr, eventuell, dass noch im Oktober, November was passieren kann. Mhm. Und irgendwie sage ich, das ist die Zeit. Wenn wir diese Zeit überstehen, dann wird besser. Ich glaube nicht, dass da später was passieren kann. Also damit mag es besser werden. Mein Gefühl ist eher, dass wir eine lange Zeit mit großen Problemen vor uns haben. Wirtschaftlich sowieso. Die es zu überstehen gilt. Wir werden mehr Gewalt haben. Ich denke, man wird auch noch die Karte mit den multiethnischen Spannungen ausspielen. Mhm. Ja, man hat ja alle Leute, die irgendwas dagegen gesagt haben, immer als hasserfüllt und bösartig bezeichnet. Tatsächlich ist es einfach so, dass multiethnische Gesellschaften
auch gewissermaßen ein Pulverfass sind in Krisenzeiten. Das ist einfach so. Ja. Ja, da ist nichts drumherum zu reden. Es war nie wieder geschichtlich zu sehen, dass solche Gesellschaften, die multiethnisch waren, friedlich geblieben sind. Also das überleben die nicht, und das sind immer beste Grundlage für irgendwelche Revolutionen, irgendwelche Unruhen, wenn solche Gesellschaften gibt. Und das ist bei uns jetzt schon geschaffen worden, dass wir nicht so eine Nation sind, sondern genau multiethnische Gesellschaft. Und das wird von Tag zu Tag schlimmer. Und dafür sind, sage ich, Grundlagen gelegt, dass man hier was anzetteln kann. Ja. Ja. Also das ist leider Fakt. Ich glaube, dass die meisten Leute, die nicht Bio-Deutsche sind, die aber jetzt in Deutschland leben, natürlich genauso wie wir kein Interesse an diesen Konflikten haben. Mhm. Ja. Also es ist nicht so, dass die Menschen, der nette Dönermann von nebenan oder wer auch immer, zwangsläufig böse sein muss, Islamist sein muss, der will wahrscheinlich auch nur sein Leben leben. Ja. Nur dieses Gesamtszenario, was wir haben, und da reicht es, wenn ein kleiner Prozentsatz, weiß ich, 4-5% sich radikalisieren lassen, das reicht, um richtig viel Ärger zu machen. Man braucht nicht viel Menschen, um, ich sag mal, wirklich Kontrolle auszuüben. Also ich meine, man sieht es ja durch Medien und Co. Ja, da arbeiten nicht so viele Menschen. Und auch Polizisten und so weiter, die halten das Ganze ja nicht wirklich unter Kontrolle. Ja, sondern es ist eigentlich alles basierend auf Glaubensmodellen. Eigentlich könnten wir da mal super tief einsteigen. Ich weiß noch nicht, ob dann die Zeit reicht. Ich habe eigentlich wirklich 5 Millionen Sachen im Kopf, die ich ansprechen möchte, aber ich ahne, dass das ein bisschen knapp wird. Und bisher kratzen wir nur sehr an der Oberfläche. Wir reden eigentlich über das, worüber alle die ganze Zeit reden. Und ich muss dir auch sagen, ich war mir nicht sicher, ob ich überhaupt noch ein Video machen will zurzeit, weil ich habe das immer ein bisschen so gesehen, ich habe versucht, die Leute darauf hinzuweisen, seht mal, da passiert was, und das als Warnung gemeint. Und jetzt ist das Kind gewissermaßen in den Brunnen gefallen, und es ist nicht so, als hätte ich jetzt den Plan, wie man es wieder rausholt. Ich kann den Leuten nur raten, sorgt für euch vor, ja, rechnet nicht damit, dass irgendjemand kommt, euch erlöst. Ja, kein Jesus, kein Trump, kein was auch immer ihr denkt. Ja, die Zeit ist auf jeden Fall nicht dafür da, auch dass das System jemanden bringt, der uns erlöst, einen falschen Erlöser, denn das machen sie gerne und fangen dann die ganzen Schäfchen wieder ein. Ja, ich denke, wir haben einiges vor uns. Es wird schwierig, und sorgt für eure Sicherheit. Sicherheit kann auch bedeuten, woanders hinzugehen, wo man mehr Sicherheit zu erwarten hat. Ja, also es muss nicht bewaffnet sein, es muss nicht Kampf und muss nicht Krieg sein, aber macht irgendwas, was ihr für sinnvoll haltet. Und was ihr macht, entscheidet ihr selbst. Ja. Ja, macht auf jeden Fall was. Ja, das ist richtig so. Ja. Also da kann ich auch allen raten, sich in diese Richtung zu bewegen und über eigene Sicherheiten Gedanken zu machen und über eigene Zukunft und wie man schwere Zeiten überlebt und problemlos überlebt. Und das sollte jeder Gedanken machen. Ja. Und vielleicht daran belassen wir heute. Ja, und ich würde eine Sache noch gerne zu den Schulden sagen. Okay. Eigentlich könnte man da auch sehr tief reingehen, aber ich möchte nur mal darauf hinweisen, wenn wir hier schon ein bisschen tiefer gehen wollen. Es gibt eine Währung auf dieser Welt, die nicht als Währung erkannt wird. Das ist eine sehr alte Währung. Und mit der werden Schulden häufig zurückgezahlt. Das ist sehr unangenehm. Diese Währung ist Blut. Ja, Blut funktioniert für gewisse Situationen, für gewisse Kreise wie eine Währung. Ja, da gibt es so ein paar okkulte, ja fast esoterisch angehauchte Prinzipien, die man da... Es gibt sogar eine Religion, die das sehr hoch, dieses Thematik da setzt. Aber gut, es gibt da die diverse Kulte, aber in gewissen Kreisen für bestimmte Schuld wird mit Blutopfer bezahlt, und der angenehme Luxus ist, es muss nicht das eigene Blut sein. Ja, genau. Man muss nur genug bringen. Ja. Und wir sind sehr verschuldet in Geld. Und es gibt nicht genug Geld, um alles zurückzuzahlen. Und dann greift diese andere Währung. Und das war bisher geschichtlich häufig so. Es lässt sich leicht nachvollziehen anhand der Kriege. Und wenn man schaut, Verschuldung von Staaten. Und dann kam es zu diversen Kriegen. Ja, das ist für einige ein sehr eigenartiges Konzept. Und einige werden sich jetzt fragen, ja, aber was hat Blut denn für einen Wert? Das wird vergossen, da liegt es im Boden und das war's. Die Sache verhält sich ein bisschen anders. Es ist aber jetzt in der knappen Zeit schwierig zu erklären. Ich bin auch nicht sicher, ob ich es genau erklären kann im Detail. Aber man sieht, dass es häufig dazu kommt. Es kommt zu sehr viel Blutvergießen, wenn die Schulden hochfahren. Du hast recht. Es gibt auch
eine Religion, die das so sieht, das Blut als quasi Zahlungsmittel, wo man mit Blut eigene Sünden quasi waschen kann oder abzahlen kann. Und das kann man mit Blut, aber wie du gesagt hattest, nicht mit eigenen. Da muss man eigenen nicht benutzen. Das reicht Blut von quasi unschuldigen Tieren. Kann man auch. Ja, und deswegen besonders spannend ist es, wenn man normale Menschen, die nicht zu dieser Gruppe gehören, als Tiere sieht. Das noch dazu. Ja, siehst du. Das ist pro Liter dann noch ein bisschen wertvoller. Genau so ist es. Das ist wertvoller, aber schon mit ganz normalen Tieren das reicht. Deswegen müssen die ausbluten, weil damit ist da eigene Schuld, was man da gemacht hat, was man weiß, was man gemacht hat. Man weiß, dass man schuldig ist in vielen Bereichen. Und dann quasi man mit diesem Preis bezahlt, zwar nicht mit Eigenblut, sondern Tierblut. Und wenn man da große Schlachten verursacht, wo die Menschen sterben, die, wie du auch richtig da gesagt hast, es gibt solche, die da uns nicht als Menschen sehen, dann ist natürlich das noch quasi einfacher oder besser zu erklären oder zu entschuldigen, eigene Schulden, wenn mit fremdem menschlichen Blut das abzahlt. Da hast du recht, das gibt diese Möglichkeit, also Möglichkeit in diesem Sinne für mich, dass das ist kranke Sichtweise. Aber diese das ist deren Sichtweise, Glaubensmodell und das ist wird als Währung akzeptiert. Ja, klar. In klar. deren Vorstellung geht dieses Blut ja auch nicht an Menschen. Ne? Ja, klar, weil wir als Menschen nicht als Menschen gesehen sind. Also nicht. Ich meine, also das nicht Blut, das nicht Blut wertvoll, geht ja an deren, identisch wertvoll, wir sind nicht. Also wir sind wie Tiere gesehen. Das Blut geht. An deren Götter, sage ich mal, gewissermaßen. Ja, und dann haben die natürlich diese Kreise Interesse an einem Krieg, weil dann eigene Schulden durch diesen Krieg bezahlt sind. Also dieses Thema Währung, was du angesprochen hast, das ist sehr wichtig, das zu verstehen, warum bestimmte Gruppe diese Interesse hat. Ja, weil dadurch nach eigenem Glauben die Schulden, die angehäuft haben, abwischen können. Also es gibt ein paar mehr Gruppen, muss ich sagen, die das so handhaben. Mhm. Wer sich mit Okkultismus ein bisschen auskennt, wer sich vielleicht noch mit bestimmten Formen des Satanismus beschäftigt, muss ich dazu sagen. Das ist ganz wichtig, nicht jeder Satanist hat irgendwas mit Blut zu tun. Da gibt es unterschiedliche Formen. Ganz viele sehen sich auch nicht als Satanisten. Das ist die große Masse, die eigentlich satanische Rituale in irgendeiner Form praktizieren. Oder eine satanische Lebensphilosophie haben und das überhaupt nicht erkennen. Das kommt natürlich daher, dass wir so völlig absurde Vorstellungen haben vom Teufel, diesem Geisterwesen, Satan, was irgendwie mit Gottes Schöpfung unzufrieden ist und deswegen immer nur rumstenkert. Das ist natürlich eine völlig alberne Vorstellung. Es ist, muss ich wirklich sagen, kompletter Unfug. Und es gibt leider auch große YouTuber, die sicherlich in bestimmten Bereichen richtig tolle Sachen machen. Aber wenn ich dann höre, ja, das ist mal wieder satanische Umkehrung und da bekennt sich jemand zum Satan, irgendeine Miley Cyrus habe ich jetzt neulich von jemandem dort gehört. Es ist leider nicht verstanden worden, was es eigentlich ist. Ja, es ist überhaupt nicht verstanden worden, also gar nicht. Leider. Ja. Das mit der satanischen Umkehrung ist ein Punkt und das kann man auch sogar geschichtlich herleiten und man kann es philosophisch herleiten, warum diese Leute dieses verdrehte Denken haben. Da gab es bestimmte Ereignisse, bestimmte Gruppierungen, da kann man vieles sehen. Es ist aber nicht zwangsläufig der Kern des Satanismus. Ja, und ebenso wenig Teufelsanbetung. Das gibt es in bestimmten Bereichen, aber es gibt große Bereiche, die davon gänzlich frei sind und trotzdem in diesem System drin sind und auch relativ hoch. Ja, und das wird leider gar nicht verstanden. Und weißt du was, da wir jetzt schon mal ein bisschen tiefer gehen, weil wir haben den Anfang ja wirklich uns sehr zurückgehalten oder ich mich und über das geredet, worüber eigentlich jeder redet, dafür muss ich eigentlich nicht so weit bis zu dir fahren, nach dem harten Arbeitstag. Hey Leute, ich habe nicht mal was gegessen, ja. Deswegen bin ich auch ein bisschen schlapp. Das Denken fällt mir auch schon schwer, aber so ein paar Sachen, wenn wir die Zeit noch haben, hängen wir noch 10 Minuten dran, können wir vielleicht noch mal sagen. Und so. Wir waren auf Demos bezüglich dieser Corona-Geschichte. Ja. Und dort hatten wir auch das zweifelhafte Vergnügen, mit der Antifa Kontakt zu haben, wurden wir dort beehrt. Und mir ist es wichtig, wenn wir über grundsätzliche Dinge reden, wie zum Beispiel diese künstlich aufgebauten Gegenbewegungen, dass wir das auch in einem Kontext sehen,
der auch geschichtlich und weit zurück geschichtlich Sinn ergibt. Und ich möchte jetzt mal ganz, ganz weit zurückgehen. Und zwar nicht zu einem bestimmten Punkt, sondern ganz allgemein. Manche Leute haben vielleicht schon den Begriff Kultisten gehört. Das gehört nicht wirklich zusammen mit Okkultismus, aber häufig ist es so, dass Leute, die bestimmtes Wissen haben, häufig psychologisches, okkultes Wissen, Gruppen aufbauen, in denen man ja kultisches Verhalten praktiziert, was den Menschen, der in diesem Kult ist, verändert in seinem Denken. Das geht zum Beispiel über Ideologien. Da werden teilweise Drogen benutzt. Dann gibt es teilweise Tänze und Klänge mit teilweise auch sehr, ich sag mal, peppigen Rhythmen. Und das nimmt die Leute mit. Also junge Leute können da wild zu tanzen und so. Und das klingt alles nach super viel Spaß. Aber über bestimmte Zeit und mit dem richtigen Wissen, wie man es anwendet, erhält man Leute, die nicht mehr eigenständig denken können und die völlig radikalisiert sind. Und solche Kultisten, die dann bereit sind, Anschläge zu verüben oder in der Gruppe auch loszuziehen und Gewalttaten zu verüben, das gab es in der Geschichte immer schon, das gibt es seit Jahrtausenden, weil es dieses Wissen seit Jahrtausenden gibt und es angewandt wird. Mhm. Und die Antifa sehe ich genau als so einen Kult. Übrigens, es gibt auch einen bekannten amerikanischen YouTuber, der sagt, auch die Polizei, zumindest in den USA, macht Trainings, die von alten Kulten herkommen, denn auch die sollen gehorsam sein und es ergibt auch absolut Sinn. Ja? Und schau dir die Antifa mal an, mit ihren Kapuzen. Das sieht doch aus wie aus Hollywood, wo wir das teilweise mit den Kultisten kennen, die dann eher so, was wir denn als okkulten Bereich wahrnehmen sollen, wo sie dann da stehen und was ich, Teufel anbeten oder irgendwas. Ja? Aber tatsächlich waren solche Leute, die auch tatsächlich solche Kleidung teilweise trugen, also ein bisschen mönchsartig angehaucht, ja, häufig mit diesen Kapuzen. Das waren eben abgerichtete Kultisten, die teilweise dann zu Mordzwecken eingesetzt wurden, zu Kampfzwecken oder irgendwas. Ja, das haben viele Leute gar nicht auf dem Schirm, dass es eben diese abgerichteten Kultisten gibt. Und wenn du dir die Antifa anschaust, wenn du die Musik hörst, wenn du mit denen redest, ja, dass Vernunft und Logik und Verstand völlig ausgeblendet sind, dass man diese Leute gar nicht mehr erreichen kann, dann macht es für mich einen sehr, sehr starken Eindruck von einem Kult. Also ein klassischer, künstlich aufgebauter Kult, diesmal in sehr großer Zahl. Früher waren es häufig kleine Grüppchen, die man irgendwo eingesetzt hat, ne, zu Mordanschlägen, politisch irgendwas. Heute haben wir sehr viele davon. Und dass sie diese Kapuzenmäntel tragen, mag ja jetzt Humor des Universums sein, wie manche sagen. Ich sehe dort einfach eine gewisse Resonanz und ich sehe, genau das sind sie in meinen Augen. Also ich halte diese Leute für Kultisten. Mhm. Ja, das sehe ich dort sehr deutlich. Ja, das, die verhalten sich alle ähnlich. Und dafür wird das genau das sprechen, was du schon erwähnt hattest, dass mit denen ein vernünftiges Gespräch überhaupt nicht möglich ist. Die sind alle gleichgeschaltet, genau, auch innerhalb deren Reihen darf keiner ausschalten. Genau so ist es. Und, ja? Und da gibt es keine Möglichkeit, mit denen zu diskutieren, weil die nicht in der Lage sind zu diskutieren. Die sind nur in der Lage, irgendwelche Parole zu skandieren. Ja, ganz die einfach. Sich, so wie du sagst, nur Musik, die sich wiederholen, ja, die ohne Sinn und Verstand sind, weil egal, was für ein Demo stattfindet, überall das Gleiche ist. Und das ist völlig egal, ob da AfD demonstriert oder die Menschen demonstrieren für Elternrechte oder sowas. Ja, oder die wollen, weiß ich nicht, da alten Familienmodell haben. Die kommen immer, alle sind Nazis und solche Parolen. Ja, die denken nur noch in Extremen. Genau, so ist es. Also da siehst du schon, dass da Unterschied überhaupt nicht existiert, dass sie nicht unterscheiden können, mit was sie überhaupt zu tun haben. Ja. Und die wollen das nicht. Und wirklich, ich habe das in Hannover erlebt, als Professor Homburg nach dem Demo hat versucht, ich habe ihm abgeraten, mit Antifa zu sprechen. Ich habe ihm von vorne an gesagt, das wird nicht funktionieren. Aber er wollte probieren und er hat das gesehen, dass mit diesen Menschen überhaupt ein Gespräch nicht möglich ist. Ja. Die sind nicht in der Lage. Ja, das ist so wie Sekte. Das ist tatsächlich ja, so. Ja, das ist total abgefahren. Also, wenn man das mal in diesem Kontext setzt, wird das manchen Leuten vielleicht klarer. Das Problem ist, dass die meisten Leute erstmal gar nicht wissen, was Kultisten sind. Weil sie immer denken, ach, Okkultisten murmeln da irgendwelche Gebetsformeln. Nein, es ist eher so, dass viele Kulte mit lauter Musik, mit Geschrei, sich wiederholende Klänge,
Ja. Häufig Bassklänge, Trommelklänge, teilweise auch ein bisschen zu unangenehmen Geräuschen, so empfinde ich zumindest das, was die Antifa hört, ja. Aber eben im Rhythmus, ja, wo man leicht mitgeht, ja, und es hat nicht die Feinheit von einem Bach oder einem Beethoven, ja, wo jeder Klang. Und du siehst, die Parolen, dass sie die haben, sind überall identisch. Also das, genau. Das ist so wie die Mantra, ja, genau. Das ist da wiederholt, dass das hat überhaupt keinen Zusammenhang, wo die kommen mit dem, was da präsentiert ist, das, was die von sich geben. Ja, extreme Feindbilder. Ja, genau. Dadurch ist dann auch, ich sag mal, wirklich gewalttätiges Verhalten gerechtfertigt, weil es gibt ja die unfassbar Bösen, die müssen bekämpft werden. Ja, das ist ja dann, was die sagen, das ist ja keine Meinung, das ist ja schon Verbrechen. Man muss ja dagegen vorgehen, weil, also ich habe mich mal mit einem Antifa-Menschen unterhalten, ja, also aus meinem Freundeskreis, aus der Jugendzeit ist da einer sehr tief eingestiegen in diese Kreise und ist auch noch voll dabei. Natürlich sind diese Gespräche sehr schwierig, aber der hat regelrecht Vorstellungen, ich sage es jetzt mal ein bisschen überspitzt, als würde jeder, der nur irgendwas Negatives zum Beispiel an der Migrationsgeschichte sieht oder an dem Rechtsstatus von Deutschland, dass wir hier ständig bevormundet werden durch EU, durch Amerika und so weiter und so fort, als wäre jeder dieser Menschen, ich weiß ja so, ein Vollnazi, weißt du, deckt sich mit einer Hitler-Bettdecke zu, nascht nur Nazi-Pan und baut seinen Hobbykeller zur, ich sage jetzt mal nicht zu was aber ne, das hat irgendwas mit einem Klempnerjob zu tun. Ja, okay. Ja, genau. Ja, das ist natürlich lächerlich. Das ist absolut lächerlich. Ja, ich bin zum Beispiel jemand, der sagt, Multikulti in einem gewissen Maße ist okay. Ja, nur wir haben ja hier ein Maß. Also die einen werden weniger, die anderen werden mehr. Das sind die Geburtenstatistiken. Ja. Und dann sagen mir Leute, ja, die Deutschen sterben nicht aus und die Islamisierung findet nicht statt. Aber wenn die Gruppe von den Deutschen weniger wird, rein von den Geburtenzahlen, und die andere wird mehr. Und wenn dieser Trend so bleibt, dann ist es doch nur eine Frage der Zeit. Also das kann man doch, das kann man da merkt man schon jetzt, das reicht anzuschauen, erste, zweite Klasse, Grundschule, wie sieht die Bevölkerungsstruktur aus, wie viele Deutsche, das sagen die Bio-Deutsche da sind und wie viele andere, da sind Deutsche in der Minderheit schon. Das hat ja nichts mit Vielfalt und Bereicherung zu tun. Das ist nur mit Völkermord und, zu tun an den Deutschen. Damit das ist auch eine Sache, die mich unheimlich stört. Ja, ja, es gibt viele Verbrechen von, ich sag mal, nicht Bio-Deutschen. Ja. Und die sind auch überproportional hoch. Und das weiß ich auch mit Sicherheit. Ich meine, wenn man rein zufällig in der Familie jemanden hat, der mal Polizeipressesprecher war, dann kann man solche Aussagen tätigen. Ja, ich sage das jetzt einfach mal. Eigentlich wollte ich nicht genau darauf hinweisen, aber es gibt so jemanden in meiner Familie, der hat das vor Jahren gemacht. Und es war vor Jahren schon problematisch, vor der Flüchtlingskrise. Und zwar erheblich problematischer, als in den offiziellen Zahlen steht. Und die sind schon problematisch. Und es ist erheblich problematischer. Aber trotzdem bleibt Fakt, es gibt hier ganz viele Leute, die keinem was getan haben, die liebe Menschen sind, die eben keine Bio-Deutschen sind, und das ist kein Verbrechen. Ja, ja? Und es ist auch nicht so, als würde irgendjemand rumlaufen und sagen, oh mein Gott, die Hautfarbe geht mir so auf den Zeiger, das kann ich nicht ertragen. Ja? Dieses dunkle Braun oder Schwarz, das tut mir in den Augen weh. Das ist doch lächerlich. Niemand kritisiert die Leute wegen der Hautfarbe. Ja? Nur es ist einfach auch so, auch wenn es die liebsten Menschen sind, es gibt ein paar Millionen Deutsche. Die Deutschen haben ein sehr kleines Land. Und sie haben sehr wenig Rohstoffe und sie müssen eben sehen, wie sie damit haushalten. Und sie geben schon viel an die ganze Welt, aber noch das eigene Land, was übrigens unsere Überlebensgrundlage ist, zu verschenken, halte ich für höchst gefährlich. Für höchst gefährlich. Ja? Es ist auch ohne, dass jemand ein Verbrechen begeht, das kann der liebste Mensch sein, ist es okay, wenn man die Gesamtsituation betrachtet und sagt, wir haben ein Recht als Volk mit unserer Volksidentität zu existieren. Und dafür brauchen wir ein Limit, wie viele Fremde hier sein können. Und ich finde, dass dieses Limit auch nicht hoch sein sollte. Ich finde nämlich, dass ein Austausch zwischen Völkern nicht zwischen Mittelschicht und Unterschicht am meisten Früchte trägt, sondern wenn sich, ich sage mal, höhere Schichten, ich weiß, da drehen die Leute schon durch, wenn man Schichten sagt, aber es gibt nun mal gewisse Klassen in Gesellschaften, einfach weil es Menschen gibt, die haben Klasse und es gibt welche, die haben es nicht. Ganz einfach. Es ist, jeder weiß das, jeder kann es sehen, ja. Und wenn es auf einem gewissen Niveau passiert, dass man sich austauscht, dann trägt das Früchte. Aber dafür muss man nicht jeden vor Ort haben. Mhm. Ja? Ja. Das muss ich einfach mal sagen. Und jemand, der diese Sachen kritisiert, ja, und es ist per Definition Völkermord, was hier passiert. Und die Definition kann jeder gerne mal nachschlagen. Ja, klar. Ja, klar. Ja? Man kann doch nicht pro Völkermord sein,
und sagen, hurra, ich bin Menschenfreund, weil man so ein Multikulti-Experiment, also ich meine, Multikulti muss sich ja erstmal noch beweisen, dass es was aber taugt. Weißt du, das ist genau der Punkt, dass da Völkermord stattfindet. Aus dem Grund hast du plötzlich Aussagen, da haben wir von Habeck zum Beispiel, von den Grünen, dass es kein Volk gibt, weil die wissen selbst, was sie verursachen, was sie unterstützen. Es gibt ja auch keine Hunderassen. Genau. Und versuchen das so zu quasi zu begründen, dass es kein Volk überhaupt gibt. Mhm. Ja? Es gibt andere, die da im oppositionellen Bereich, zum Beispiel Dr. Schiffmann, der da statt dem deutschen Volk zu sprechen, da über Menschheitsfamilie redet, ja. Das sind auch Menschen, die diese Agenda quasi mitmachen und letztendlich gegen deutschen Volk vorgehen und diese Agenda des Völkermordes unterstützen. Wenn ich von jemandem höre, es gibt nur Menschheitsfamilie und nicht deutscher Volk, dann kann ich das nicht anders beurteilen, ja. Also nicht ohne Grund haben die Menschen, also die Völker bei Gründung der UNO, Völker als höchstes Gut gesehen. Mhm. Nicht die Staaten, nicht die Regierungen, sondern gerade die Völker. Und die Völker schützen und die Völker volle Rechte gegeben. Nicht Staaten, nicht Regierungen. Ja, das ist nicht ohne Grund. Und das ist das, was man bis heute als Völkerrecht ansieht. Der Name ist auch Völkerrecht, nicht Staatenrecht, sondern Völkerrecht. Und wenn jemand behauptet, dass die Völker nicht gibt, dass es Menschheitsfamilien zum Beispiel gibt. Wozu führt denn das, Kai? Ja, genau. Ja, das, schau dir an, wozu das führt. Das führt doch dazu, dass man eine Ideologie schaffen kann, mit der du jeden kontrollieren kannst. Ja. Niemand hat mehr was Eigenes, niemand hat mehr einen Rückzugsort. Ja, genau. Ja. Komischerweise ist es aber in den Menschen drin, und zwar ganz tief drin, dass bestimmte Gruppierungen eigentlich ihren Raum haben sollen für sich. Und so sagen dir dann auch die Linken, ja, schlimm, dass die Indianer im Reservat leben sollten, eigentlich sollte denen die ganze USA gehören, gehört sie ja irgendwie rechtlich vielleicht auch. Die haben dann Verständnis dafür, dass die ein bisschen zurückgezogen teilweise leben wollen. Dass die begrenzte Kontakte mit, ich sag mal, Eroberervölkern haben wollen, die ja nun mal faktisch da sind. Mhm. Und da hat man Verständnis für. Aber wenn es heißt, die Deutschen, dann begrenzt man uns auf die Zeit um Adolf Hitler herum. Ja, wobei Adolf Hitler für mich der erste große Antideutsche war. Der hat doch nicht in die Geschichte geschaut, oh, wo waren die Deutschen in ihrer Blüte, was war besonders gut, lasst uns das hervorkramen. Das war doch, alles muss neu. Wir brauchen eine englische Ideologie, den Sozialismus, der übrigens schon das Töten durch Gas von Leuten, die einem nicht passen, in die Ideologie mit eingebaut hatte. Bernard Shaw, kann man mal nachschlagen. Hochinteressant, ja. Leute, die in dieses Kollektiv nicht passen, die sollen dann möglichst sanft getötet werden. Er formulierte irgendwie sowas wie, er würde... Also Briter oder Engländer. Ich würde sagen, er war Engländer, ja. Ja, Engländer. Also das passt dazu, dass auch dass die Briten, die Ersten, die ein Konzentrationslager da gebaut haben, übertrieben haben. Das passt auch so zu, wovon das Ganze kommt, diese Ideologie. Ja, und Menschen töten mit Gas. Also kommt auch von dieser Seite. Das ist für mich interessant. Das kommt tatsächlich meines Wissens nach aus dem englischen Raum. Wer weiß, wer mit der Idee angefixt hat. Aha. Aber der Adolf Hitler, der ein Österreicher war, der einen großen Faible für das Römische Reich hatte, der römische Gruß mit ausgestreckten Armen ist ja ein deutliches Signal, aber auch andere Strukturen, die Struktur, wie er seine SS aufgebaut hat, war an die Strukturen des Vatikans angelehnt und so weiter und so fort. Ja, also man findet alles Mögliche bei ihm, aber nichts Deutsches, außer das Wort Deutsch in der Propaganda. Und da wurde umdefiniert, was eigentlich Deutsch ist. Und jetzt gibt es aber Leute, die haben eine Sehnsucht nach ein bisschen Volksbezug. Und die bleiben dann genau wie die Linken in der gleichen Falle hängen und denken, na, wenn das Deutsch ist, muss ich mich irgendwie damit anfreunden, dann muss das gut sein. Da gibt es die Leute ja auch, die dann den Nationalsozialismus glorifizieren. Der Nationalsozialismus hat uns sehr geschadet und vielen anderen Leuten auch. Und wir sollten das Experiment Sozialismus oder Kommunismus bitte nicht wiederholen. Ja, aber das sage ich, da hast du recht. Aber ich habe da gewisse Zweifel zu dem, du da sagst, dass er gegen Nation war. Er war Sozialist, klar. Nein, das sage ich nicht. Er war ja Nationalsozialist. Er war durchaus für Nation. Also nur er war nicht für das, was die Deutschen eigentlich ausmacht. Er hat nicht die Dichter und Denker gefördert. Das kann man nicht gerade sagen.
Ja, und der Rückblick zum Beispiel in die Brakteatenzeit und andere Dinge, ja, wo wir wirklich unsere Hochzeit hatten, Kunst, Kultur. Gehe ich mit dir nicht so gleich, dass er das quasi nicht Dichter und Denker da hervorgehoben hat. Also das kann ich da so nicht zustimmen. Ja, es ist nicht entscheidend hier in unserer Diskussion. Ich nehme das so wahr, dass er nicht viel typisch, was für mich typisch deutsch wäre, mitgebracht hat. Ja, es war natürlich noch viel typisch Deutsches in der Bevölkerung, aber in meinen Augen hat man sie verdreht und auf den falschen Weg gebracht. Er hatte Ideen von einer neuen Religion und neue Bauwerke und alles Alte war ihm irgendwie im Weg, hatte ich immer das Gefühl. Und ich kann mich damit wirklich nicht anfreunden. Ja, das alles Neue, das war verbunden mit dieser sozialistischen Ideologie. Mhm. Sozialistische Ideologie will alles neu und alles anderes und würde den Menschen verändern. Das war auch in den Dritten Reich nicht anders, weil das ist immer mit sozialistischer Ideologie so. Die wollen Menschen verändern. Und ich sehe das immer das Gleiche, wenn eine Ideologie kommt und die als Voraussetzungen setzt, dass die Menschen sich verändern müssen und sollen, und nicht so angenommen werden, wie die sind, diese Ideologie ist krank und falsch. Mhm. Ja, und dazu gehören nicht nur Sozialismus, Kommunismus, sondern auch diese Ideologie von Libertären. Das ist identisch das Gleiche, weil die setzen voraus, dass der Mensch anders agiert als heute. Ja, also Mensch wird aufgeklärt. Das hat ähnliche Züge, ich würde sagen. Ähnliche Züge, ja, das ist die andere Polarität. Das ist diese nationale zwar nicht da, aber auch vorausgesetzt ist, dass der Mensch anders agiert. Ja? Dass der Mensch agiert, dass das Mensch aufgeklärt ist und Produkte vergleicht, Firmen vergleicht. Und das ist schon Voraussetzung, dass der Mensch anders agiert als heute. Heute macht das nicht und wird in diesem System auch nicht agieren. Nein, natürlich nicht. Deswegen dieses Systeme, sage ich, die das voraussetzen, sind krank. Und diese Ideologien sind krank. Muss man sagen, haben ein paar richtig gute Ansätze, nur in den entscheidenden Punkten funktioniert es einfach nicht. Also ja, Sozialismus, wenn du das siehst, Kommunismus hat auch gute Ansätze. Immer sage ich, wenn der Punkt Mensch, wenn Mensch da kommt und der Mensch sich ändern muss, dann sind diese Ideologien zu Scheitern verurteilt. Und deswegen ist Sozialismus zu Scheitern verurteilt und deswegen ist auch libertäre Ideologie zu Scheitern verurteilt, da die voraussetzt, dass der Mensch sich ändert. Fairerweise muss man sagen, es gibt sicherlich Systeme, die länger stabil sind, wo es den Leuten auch gut geht. Aber jedes System hat Schwachstellen, die ausgenutzt werden. Die Leute, die diese Gesellschaften planen, sind absolute Profis. Und die machen das seit Jahrtausenden. Da gibt es Wissen, was für uns gar nicht zugänglich ist. Und das, was wir wissen können, ist schon unfassbar, ja, wie man Gesellschaft manipulieren kann. Und jedes System hat Schwachstellen. Ja, das stimmt. Die Demokratie zum Beispiel, ich weiß, du bist ein großer Freund der Demokratie. Ich oute mich hier mal, ich bin überhaupt kein Freund davon. Wenn das, was also wir haben, nicht Demokratie von, ist. Von diesen repräsentativen Demokratie. Ich bin Freund von direkten Demokratie. Weil das kommt der Sache schon näher, ja. Das Volk auch falsche Entscheidungen treffen kann. Selbstverständlich kann. Aber wenn wir diese direkte Demokratie haben und Volk falsche Entscheidungen trifft im Rahmen von Referendum, dadurch, dass wir diese Demokratie haben, dann haben wir die Möglichkeit, auch das zu korrigieren, 1, 2, 3 oder 5 Jahre später, weil das Volk das merken wird, dass er falsch gemacht hat. Aus dem Grund bin ich Freund von direkter Demokratie, da ich davon ausgehe, dass letztendlich immer richtige Entscheidung getroffen wird, auch wenn das falsche wird, aber diese falsche kann man korrigieren. Wenn wir aber dieses System haben, was jetzt diese repräsentative Demokratie... Ich gehe von einer anderen Seite heran. Ja. Muss ich sagen. Also, was du sagst, ist sicherlich alles richtig, nur ich gehe von einer ganz anderen Seite ran. Ja. Und zwar ist meine Betrachtung erstmal, es ist mir völlig egal, ob die das System, was mich gerade völlig entrechtet, Demokratie nennen oder Monarchie oder Diktatur. Ja? Man muss wissen, und das ist die Grundlage für alles, was eine gesunde Gesellschaft ausmacht. Was ist richtig und was ist falsch? Was ist Recht? Ich rede von echtem Recht. Ich rede nicht von menschgeschriebenen Gesetzen. Das ist ganz wichtig. Und immerhin ein paar Libertäre haben so ein bisschen mit Naturrecht Bruchteile verstanden. Ja, das ist auch ein komplexes Thema. Da kann man sich nicht schnell einarbeiten. Ich bin da auch nicht der Profi drin. Aber das Grundlagenverständnis ist bei mir, glaube ich, sehr, sehr gut herangereift dazwischen. Weil ich glaube, ich bin als Kind schon so auf die Welt gekommen mit einem starken Gespür dafür, wenn einem jemand Unrecht tut. Ja, und habe daraus meine Schlüsse gezogen, wie man sich verhält. Viele Leute haben das
erschreckenderweise nicht. Ich erschrecke häufig, wie sich Menschen verhalten, wenn es zu ihrem Vorteil ist. Also es ist wirklich unfassbar. Das wird immer weniger Menschen geben, die diesen Gerechtigkeitsgefühl haben. Immer weniger. Mhm. Ja. Da dieses Gerechtigkeitsgefühl ist abhängig davon, wie das Kind in ersten Jahren erzogen ist. Ob das Kind zur Mutter dieses Geborgenheitsgefühl und diese richtige Beziehung entwickelt oder nicht. Und das ist in ersten 3 Jahren, besonders im ersten Jahr, extrem wichtig. Und wenn man das betrachtet, wie die Gesellschaft jetzt verändert wurde, dass man genau diese Mutter-Kind-Beziehung zerstört, dass man alles daran setzt, dass zum Beispiel die Mutter nicht stillen. Ja, es redet man natürlich, will man, dass die Mutter stillen, aber letztendlich macht man alles, dass sie nicht machen, dann stört man schon dieses erste Verhältnis, dieses Sicherheitsgefühl, was ein Kind haben sollte. Am Anfang schon, ja. Und dann Krippen, Kindergarten, das ist die nächste Stufe, wo das Kind quasi von diesen vertrauten Umgebung, was genau extrem wichtig für Entwicklung, eigenen Psyche und eigenen Sicht der Dinge und Mitgefühl für andere Menschen extrem wichtig ist, dass das alles kaputt gemacht wird. Ja. Und dann haben wir diese Situation, was du sagst, du hast dieses Gefühl gehabt, ich habe auch, ja. Aber das ist davon abhängig, dass wir in normalen quasi Entwicklung zwischen Kind und Mutter gelebt haben und normale Kindheit hatten. Ja, und das, was heute läuft, die seelische Gesundheit. Seelische Gesundheit. Und das, was heute stattfindet, ja, das ist auf jede Ecke versucht, durch dieses System diese Beziehung, diese Gesundheit zu zerstören. Und dann wachsen komplett andere Menschen, die dieses Mitgefühl für den anderen überhaupt nicht haben. Das sind Egoisten, die warten, die wachsen. Ja. Und da, man will so eine Gesellschaft haben. Mhm. Da diese Gesellschaft mit Egoisten ist einfach zu steuern. Die werden nicht zusammenschließen, nicht Mitgefühl für den anderen entwickeln, nur so für sich. Und das ist das Ziel. Alle natürlichen Gruppen werden ja auch zerstört. Ja. Ne? Familien, ja. Völker, Stämme, genau, was auch genau, immer. Genau. Dorfgemeinschaften. Ja. Das ist alles so. Alles wird zersetzt. Ja, genau. Ja. Ja. Und die Leute leiden seelisch. Mhm. Ich will dir mal was erzählen, was mir in den letzten Monaten passiert ist, oder Wochen eigentlich. Und zwar bei Facebook hat mich ein junges Mädel ausfindig gemacht, was mich von früher flüchtig kannte. Wir hatten uns damals immer ganz gut verstanden, beiläufig im Vorbeigehen, sage ich mal, manchmal ein kurzes Gespräch geführt. Dann hat sie mich bei Facebook hinzugefügt und sie hat so ihre Entwicklung in der Zeit durchgemacht und ich meine. Und ich sag mal so, unsere Lebenseinstellungen sind nicht vereinbar miteinander. Also ich bin eher ein bisschen konservativ. Natürlich bin ich auch, ich weiß nicht, schätze 10 Jahre älter als sie ungefähr. Ja. 9 oder 10 Jahre älter. Und dann sieht man ein paar Dinge logischerweise anders. Aber sie ist eben 100%ig auf diesem linken Trip. So, mir geht's in meinem Leben relativ gut insgesamt. Ja, so mit Arbeit und Freundeskreis und all diese Dinge. Familie, es funktioniert bei mir irgendwo. Ja. Und ich kann sagen, ich lebe mein Leben so ganz gerne und es ist relativ stabil. Ja, ich habe auch meine Herausforderungen, aber es ist relativ stabil. Bei ihr war es eine komplette Katastrophe. Ja, also sie gepierst überall, tätowiert überall. Ja. Das sind immer schon so Anzeichen. Das siehst du schon sofort, ob das richtig ist. Oder wie nicht. Jemand da mit seinem Körper umgeht. Genau. Wie viel Weitsicht hat dieser Mensch auf die Zukunft? Genau. Das volle Programm, Klimaideologie, völlig verinnerlicht. Fast die ganzen Posts drehten sich nur um LGBT, pro-Transgender, pro-Klima-Geschichte und die tolle Greta. Und zwischendurch, wenn es ein bisschen persönlicher war, irgendwas über psychische Erkrankungen, um psychisches Leiden und wie sehr man sich doch wünscht, dass die ganze Menschheit verreckt und all diese Dinge. Ja, beziehungsunfähig, wie sie mir erzählte. Wir hatten eine Weile geschrieben, eigentlich erst ganz nett, wahrscheinlich bis sie dann gesehen hat, was ich so poste. Dann wurde ich ganz schnell wieder entfernt und blockiert. Ist für mich auch okay, ich traue jetzt diesem Kontakt nicht nach. Ja, wir sind eben sehr unterschiedlich, die Resonanz ist nicht da. Aber ja, es ist halt sehr eindeutig. Also sie leidet, sie kann aufgrund von psychischer Krankheit nicht arbeiten, hatte Drogenerfahrungen gemacht und ja, das volle Programm. Ja, und das ist immer mehr. Und dann erzählen die Leute aber dir, ja, wieso, das sind die richtigen Werte.
Und es ist doch die persönliche Freiheit und überhaupt, am liebsten möchten junge Frauen mit 100 Typen im Jahr schlafen. Ja, wenn ich einer Frau sage, du, wenn du 10 Typen im Leben gehabt hast, empfinde ich das als durchaus relativ viel, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass du 10-mal dein Herz an jemanden gebunden hast. Ja, und da sagen mir manche, ja wieso, klingt nach einem langweiligen Wochenende. Ja, also das ist einfach der Zustand, den wir haben. Und natürlich habe ich nicht das Recht, den Leuten das zu verbieten. Und ich würde auch nicht wollen, dass eine staatliche Struktur gibt, die das Leuten verbietet. Genau, aber ich stelle nur die Frage, ist das ein Ausdruck von Gesundheit? Ja, psychischen Gesundheit. Ja, und auch Volksgesundheit. Ja, denn es ist ein kollektives, es ist ein Massenphänomen. Das sind nicht einzelne Leute, sondern das sind reihenweise Leute, die eigentlich im Körper auch die unglaublichsten Dinge antun mit Drogen- und Alkoholexzessen en masse und weiß ich nicht was. Ja. Und was man sich für Krankheiten einfangen kann bei deren Lebenswandel und so weiter. Mhm. Aber wehe, jemand hustet in der Bahn und hat keine Maske auf. Ja, genau. Ja? Und wenn er jetzt noch schneller atmet, produziert er noch mehr CO2. Ja, genau. Raus mit ihm. Unfassbar. Ne? Nein, es ist doch lächerlich. Ja. Ja, wenn ich sehe, wie es diesen Leuten geht, und diese junge Dame ist ja kein Einzelfall. Mhm. Ich kenne einen Haufen von diesen Leuten. Mhm. Ja, weil ich auch durch Freundeskreis und teilweise aus beruflichen Gründen damals, ich kenne einen Haufen junger Leute. Und ich sehe immer das Gleiche. Ja, diese Leute leiden und die kommen nicht mehr auf die Idee, dass deren große Ideale und Vorstellungen, die verteidigen, dass die gar nicht Werte sind. Ja. Ja, dass es Unwerte sind. Ja, und dass sie total manipuliert sind. Ja, nein, auf gar keinen Fall, das ist deren Meinung, Kai. Ja, und diese lächerliche Idee, wir waren eben bei Demokratie, wo dann jemand einer Meinung ist und dann ist es okay, dass der Staat das umsetzt. Mhm. Die stellen gar nicht mehr die Frage, geht das vielleicht in den Rechtsbereich der anderen rein? Von mir aus können 90% der Leute auch in einer Demokratie pro Zwangsimpfung sein. Ich habe denen das Recht an meinem Körper nicht übertragen. Zu keinem Zeitpunkt. Das ist mir doch egal, ob eine Mehrheit verblödet ist und Zwangsimpfung will oder ob ich vielleicht auch nur der Sonderling bin, der es nicht will und ich den Segen der Impfung nicht anerkenne, es tut doch nicht zur Sache. Ich treffe meine persönliche Entscheidung über meinen Körper. Das habe ich niemandem übertragen. Ja? Nicht wissentlich. Das System dreht sich da bestimmt was zurecht. Mhm. Nicht wissentlich. Ja, aber weißt du, es gibt immer zwei Sachen, weil wenn ich für Demokratie, sage ich, bin, das bedeutet nicht, dass das Demokratie so von vorne an funktioniert. Ja. Mhm. Entscheidend, das ist das, was ich immer sage, erste Macht in jedem Staat sind die Medien. Und das muss frei sein. Und das ist erste Macht. Das ist nicht vierte Macht, was die in diesem System versuchen, uns zu sagen. Ne? Ja. Genau so ist es auch Leute, dazu. Ja, ja, genau. Damit die Leute nicht nur die Nachrichten sehen. Die, Hollywood ist ein Machtzentrum. Genau so ist es. Das gehört auch zu Medien. Und das ist das Macht Nummer eins. Und wir können über verschiedene Systeme, verschiedene Möglichkeiten reden. Solange die Medien nicht tatsächlich frei sind, da können wir alles andere vergessen. Mhm. Weil dafür diese Medien, die in Händen von ein paar Leuten sind, ist völlig egal, welches System da unten ist. Auch egal, ob das direkte Demokratie ist. Weil mit diesen Medien kann man alles manipulieren. Alles. Es ist völlig egal, auch wenn einer Diktator ist, oder kann man alles manipulieren und die Gesellschaft quasi so beeinflussen, dass sie gegen jeden, der nicht passt, vorgehen kann. Ja. Das heißt, das Erste, das Wichtigste ist, freie Medien zu bekommen. Und ich sage immer, das ist möglich, ganz einfach. Es muss man Monopole zerschlagen. Es muss man wirklich Wettbewerb zulassen. Alle anderen Regelungen, was viele sagen, wir müssen irgendwelche Kodex erarbeiten, irgendwelche neues Gremium und so weiter, das wird nicht funktionieren. Das Einzige wird funktionieren, wenn wir Wettbewerb haben und diese ganze Konzerne zerschlagen werden. Das ist das Einzige. Gerade gehen wir Richtung Lizenz, damit man überhaupt noch öffentlich irgendwas mitmachen darf. Siehst du, und das ist wieder also Begrenzung. Das ist nicht das, was ich sage, Wettbewerb zulassen von allen möglichen, sondern wieder kumulieren und in eine Gruppe zuzulassen. Also dieses System weiß ganz genau, welche Rolle Medien spielen. Und aus dem Grund wollen die in dem Bereich diese Maßnahmen durchsetzen, dass wir noch weniger freie Meinung bekommen, weil immer weniger möglich ist. Das ist der Punkt. Ich glaube, ich sag's häufiger. Alles ist Psychologie. Ja, genau.
alles, was wir kennen an, an diesen Kontrollstrukturen. Ja. Es haben Leute das Wissen über den Aufbau des menschlichen Geistes, wie und wo er zu manipulieren ist. Und das können sie individuell machen, das können sie mit Gruppen machen. Und darin sind sie absolute Profis. Und das ist das Riesending, gegen was wir kämpfen. Und sich permanent in irgendwelchen Ideologien verheddern oder irgendwelche, in meinen Augen, feigen Esoterik-Konzepte sich einverleiben, weil man der Realität nicht ins Auge sehen will. Ja? Über Esoterik könnten wir irgendwann mal ein Ding machen, was da im Argen liegt. Ja? Also ich deute es nur mal kurz an. Die Leute halten sich für spirituell, ja, wenn sie channeln, begreifen aber nicht, dass das nichts mit Spiritualität zu tun hat. Das ist Spiritismus. Oder sie machen irgendwelche Rituale, um irgendwas auf der Welt zu verändern, weil sie spirituell sind. Mhm. Begreifen aber nicht, dass das der Versuch, meistens der lächerlich, kindlich, schlechte Versuch von Magie ist. Mhm. Ja? Die begreifen sehr wenig in dem Bereich. Und echte spirituelle Menschen haben diesen meisten Kram aus dieser Esoterikbewegung nicht nötig. Die brauchen aber auch keine heiligen Bücher oder irgendwas in der Art für eine echte Spiritualität. In meinen Augen. Das ist natürlich auch eine sehr individuelle Sichtweise. Gut, Kai, jetzt, ne? Ja. Wir könnten eigentlich sofort noch ein Video aufnehmen, weil der Weg ist immer weit für mich. Aber ich habe auch echt Kohldampf. Ich stotter schon, ich bin schon ganz schlapp und fertig. Ich muss gleich was essen. Da machen wir noch einmal so, weiß ich nicht, zwei Wochen oder so. Und da bist du vielleicht ausgeruht und nicht hungrig. Das war halt heute recht spontan für mich. Ne? Okay, gut. Okay, Kai. Vielen, vielen Dank. Ja. Tschüss, zum nächsten Mal.